Ich habe gedacht, ich habe schon Feierabend, nachdem ich jetzt das Fahrwerk hier verbaut habe. Aber nichts war's. Dominik meinte, ich soll direkt hier noch unser neues Produkt präsentieren. Machen wir natürlich lieben gern. Und wir haben ein neues Klebeband für euch. Ebenfalls von der Firma 3M, aber mit einer höheren Haftungskraft. Also das Zeug, das bappt richtig. Und dazu kommt noch, dass wir dazu nochmal einen extra Primer haben. Also ein Haftvermittler, der quasi nochmal eine stärkere Verbindung zwischen Untergrund und Klebeband herstellen kann für extreme Beanspruchungen. Ich zeige das euch heute jetzt hier am Schweller. Ihr könnt es natürlich überall nehmen, ne? Wo ihr sagt, boah, das ist mal ein bisschen sicherer, rein vom Gefühl her und allem drum und dran, könnt ihr das ruhig nehmen. Ihr könnt den Primer auf alle Oberfläche drauf machen. Von der Anwendung eigentlich ultra easy. Und ganz großer Vorteil noch, wir haben hier etwas breiteres Klebeband. 25 mm in der Breite, somit mehr Auflagekraft und daher auch eine bessere Haftung. Vom Ablauf her, wie gewohnt, das Ganze erstmal sauber machen, grobe Dreck und so weiter weg. Und dann legen wir los mit unserem Surface Cleaner. Nächster Step kommt dann der Primer. So, wie ihr sehen könnt, das ist so ein kleines Schaumstoffschwämmchen. Das ist getränkt mit der Flüssigkeit, mit dem Primer. Und den tragen wir jetzt hier auf der Klebefläche. Da reicht es, wenn ihr einfach so einmal entlang fahren tut. Dann müssen wir dem Ganze jetzt eine sogenannte Ablüftzeit geben. Denn der Primer darf jetzt nicht 100% nass sein und das Klebeband dann einfach drauf gebappt werden, weil dann funktioniert es auch nicht. Das muss etwas antrocknen. 3M gibt hier bei einer Temperatur von ca. 20 Grad 5 Minuten vor. Also lassen wir kurz 5 Minuten vergehen. Dann ist das auch gezogen und dann können wir auch schon unseren Seitenschweller wieder ankleben. Also lasst den Counter laufen. Nachdem jetzt der Primer ablüften konnte, haben wir jetzt der nächste Step, auch wie gewohnt, den Schweller wieder anzukleben. Hier ist nochmal ganz wichtig dabei. Wir haben ja einmal die obere Anlagefläche und die untere. Das passt 100%. Immer wieder habe ich mal die Anfrage gekriegt, es verzieht sich ein bisschen oder da löst sich und so weiter. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben den Schweller und unseren Schweller. Und der geht wirklich press aneinander. Das heißt, ihr müsst darauf achten, dass auch hier wirklich beide Auflagefläche 100% aneinander gehen. Dann kann das Ding abpassen. Jetzt stellt euch vor, ihr tut im unteren Bereich ein bisschen Luft lassen, dann ist er hier unten locker. Genauso kann sich's außer auch dementsprechend dann verformen und sich eventuell lösen, wenn zu viel Spannung drauf ist. Weil man müsse auch bedenken, gerade im Sommer herrschen Temperaturen, die Sonne knallt doch richtig drauf und dann dehnt sich das Material aus. Und irgendwo kann der Kleber dann halt nämlich 100% die Haftung kriegen und dann löst sich das Ding. Also wirklich darauf achte, dass ihr das richtig schön Presspass anbringt. Wie gewohnt, wieder das Klebeband bzw. die Schutzfolie ein Stück abziehe und dann mit einem normalen Kreppband eine Lasche bilden. Gerade hier, weil wir ja noch mal eine zweite Ebene haben, müssen wir erst die untere Ebene abziehen und dann die obere zum Schluss. Den kleinen Fitzel habe ich jetzt hier reingemacht, den ziehen wir schon mal komplett ab. Und da weiß ich jetzt, dass ich von hinten als erstes auffangen muss und den machen wir dann zum Schluss weg. Und jetzt hier vorne schon mal ein bisschen fixiere, dann habe ich hier schon mal meine Passform, ganz grob.
Akademie abhaue. Und dann schon, wie gesagt, müsst ihr das Ding jetzt wirklich richtig schön pressen. Und zwar von beide Seite. Ich empfehle dann jetzt hier wirklich, da ohne Draht zu drücken. Dann haben wir hier die erste Markierung und können es Stück für Stück schon mal vorziehen. Et voilà. Und schon ist das Ding drauf. Ganz wichtig, hier vorne ist nochmal die Schraube, wo wir ja das Loch gebohrt haben. Seht ihr ja im Montagevideo vom Schweller allgemein. Nicht komplett zuziehen. Das ist bloß eine Unterstützung, weil ja hier werkseitig auch die Radlaufverkleidung befestigt ist. Also wirklich bloß anlegen, keine große Spannung dran geben. So. Und jetzt noch einmal ordentlich nachdrücken. 3M sagt hier ca. 20 Kilo Anpressdruck. Und dann noch das letzte Band abziehen. Also wie ihr sehen könnt, komplett easy going. Und wie gesagt, ganz großer Vorteil durch den Haftvermittler, den wir jetzt noch dazu haben, in Kombination mit dem neuen Klebeband, habt ihr maximale Klebekraft jetzt. Lasst das Ding über Nacht stehen im besten Fall, dass es nochmal richtig aushärten kann und die Verbindung, sage ich mal, fusionieren kann. Und dann freie Fahrt, habt da Spaß mit. Wie ihr seht, easy going, also do it, gönnt euch. Artikelnummer tun wir in der Beschreibung einfügen und dann könnt ihr das Band euch auch separat jederzeit ordern. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, teilen, liken, abonnieren, der Klassiker. Und wenn ihr Fragen habt, ab her damit. Wir unterstützen euch gern, wo wir können. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.